Hallo zusammen, ich bin's der bärtige Björn mal wieder. Und es ist schon wieder Björns Ball rein und es tut mir leid, es ist immer noch Modern Warfare 2. Aber heute mal etwas Ausgefalleneres. Es gibt wieder mal keine Nuke, sondern ein 30-2, glaube ich. Also nehmt mich da jetzt mal nicht beim Wort. 30-2, 30-3, irgendwie sowas. Und zwar, ihr seht es, ich habe die WA 2000 dabei. Und ich glaube, ja genau, ich habe Plünderer Leichtgewicht und Lagebericht Pro dabei. Das heißt, es ist wirklich nicht die Mörder-Sniper-Klasse. Also WR 2000 sowieso mit Schalldämpfer. Ziemlich scheiße. Und der Rest, naja, leicht, also ohne schnelleres Anlegen ist Snipen sowieso eigentlich, also aggressives Snipen sowieso unmöglich, meiner Meinung nach. Aber sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Also wie gesagt, 30-2. Das hat mich echt überrascht, dass ich das geschafft habe. Denn ich habe das so, ich habe mir so gedacht, so, hä? Rundown, was machen wir denn da? Ach, Björn, weißt was? Nehmen wir mal hier dieses Drecksteil mit dem lustigen Smiley in dem Visier Hüllen. Was auch immer, ihr wisst schon, da hier rechts neben dem Visier halt. Auf jeden Fall habe ich dann ein paar Runden damit gespielt. Und dann kam eben Rundown und dann kam dies hier zustande. Das hat mich so. Also das hat mir so Spaß gemacht. Ich habe noch nie so viel Spaß. Also, was heißt, ich habe noch nie. Ich hatte lang nicht mehr so viel Spaß in der Runde. Also, das war. Okay, liegt es mal erstens daran, dass die Gegner ziemlich kacke waren. Obwohl, vielleicht waren sie nicht so schlecht. Die waren einfach nicht so aufmerksam. Und zweitens, weil ich mich so Ninja-mäßig gefühlt habe. Weil das war einfach so ein lustiges Gefühl. Die ganze Zeit dieses. Weißt du, mit dem Schalldämpfer snipen. In den Büschen hier rumkriechen. Es hat so Spaß gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Das ist unglaublich. Und das ist auch gleich mein Thema. Und zwar habe ich heute gegen einen anderen Typen gespielt, der hatte wahrscheinlich, sagen wir mal, nicht ganz so viel Spaß wie ich mit diesem Spiel. Also ist nicht in der Runde hier, aber ein bisschen, ein paar Runden vorher, der hieß Quicksch. Irgend so ein komischer Name. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, falls du dir das anschaust. Junge, chill eine Runde. Also. Ich hab's, also was habe ich ja noch nicht erlebt. Also erstens hat er alle wie wild beleidigt, hat gesagt, wie scheiße sie sind. Okay, er war immer so Vorletzter oder so, also war das schon mal ziemlicher Schwachsinn. Und immer so, oh, dieses Spiel ist scheiße, oh, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Und, also, warum spielst du das Spiel dann so? Ich habe schon so oft gesagt, also was heißt, das glaube ich habe ich noch nicht gesagt, zumindest nicht in dem Video, aber ich verstehe es nicht. Wenn das Spiel keinen Spaß macht, spiel's halt nicht. So, das ist doch völlig offensichtlich. Und das hat mich echt. Also, mich hat's in dem Moment fand ich super lustig, weil der sich so lustig drüber aufgeregt hat. Aber irgendwie hat's mich auch geschockt, wie man so dumm sein kann und das nicht kapieren kann. Wenn es mir keinen Spaß macht, spiele ich's halt nicht. Also, das, naja. So Leute gibt's halt. Das kommt selten vor. Und ich meine, noch was. Selbst wenn ihr das dann spielt, obwohl es ihr keinen Spaß hat, bitte nervt andere Leute nicht damit. Ich meine. Es war in der Runde ganz lustig, aber danach ist er einfach nur noch auf den Sack gegangen. Okay, also, das ist wirklich, okay, es gibt Mute-Knöpfe und so ein Zeug, aber trotzdem muss es denn wirklich sein, einfach schön die Klappe halten, wenn das mal so weit kommt. Oder wie gesagt, einfach was anderes spielen, denn es gibt auch so viele lustige Spiele draußen. Zum Beispiel Black Ops oder Modern Warfare 3. Nein, natürlich jetzt weiter, ein Witz. Aber wirklich, es gibt so viele tolle Spiele, warum sich so stressen? Und wenn man dann sagt, ich will trotzdem dieses Spiel weiterspielen, das hatte ich zum Beispiel heute eben. Ich hatte keinen Spaß, weil ich auf Nukes gegangen bin und irgendwie hat es nicht so funktioniert. Und dann kam ich in diese Lobby, hab ein, zwei Nukes geschafft und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt wird das auch langweilig. Also es ist langweilig, das ist irgendwie nicht so, das ist nicht mehr so das Aufregendste. Also nach ungefähr, weiß nicht, wie viel habe ich jetzt, 15 oder so. Okay, das ist jetzt nicht mega viel, aber irgendwann wird es ein bisschen eintönig, sagen wir mal. Immer dieselben, weil ich gehe halt immer denselben Weg sozusagen. Also ich mache immer Patrouillieren und das ist dann einfach nicht mehr so spannend. Deswegen habe ich mir gedacht, was könnte man denn machen, um das ein bisschen lustiger und spannender zu machen, diese Runde? Hey, WA 2000 und das ist einfach sich so Aufgaben stellen und sowas. Einfach Spiele wieder Spaß machen lassen. Es ist wirklich nicht so schwer, einfach Sachen finden, die man noch nicht gemacht hat in dem Spiel. Und das dann wirklich mal nicht nur eine Runde probieren und sagen, hey, das ist kacke, sondern hey, das ist doch wirklich lustig. Und wirklich mal sich ein bisschen fordern.
Und damit, also das kann wirklich Spaß machen. Das macht das Spiel jetzt zum Beispiel das Warten auf den Nachfolger. Macht es wirklich deutlich einfach. Zum Beispiel, ich warte im Moment auf 2K13 in der NBA-Reihe. Und was mache ich? Okay, ich spiele jetzt letzte Zeit NBA 2, aber wenn ich 2K12 spiele, mache ich halt nicht dasselbe wie immer. Irgendwie Association, also hier so eine Art Manager-Modus. Was heißt so eine Art? Das ist ein Manager-Modus. Also ich mache den dann nicht mit meinen Lieblingsteams, sondern mit irgendwelchen Kack-Teams und versuche die vom Grund auf neu aufzubauen oder so ein Zeug. Oder? Also einfach Spiele Spaß machen lassen. Erstens, es spart Geld und zweitens, man entdeckt ganz neue Seiten an den Spielen. Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, was ich mit NBA im Zusammenhang sagen wollte. Aber das ist mir jetzt wieder entfallen. Blöd. Kommt's mir nochmal? Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, scheiße. Was wollte ich sagen? Das war nämlich echt egal. Wahrscheinlich irgendwann, vielleicht sage ich es im nächsten Video, wenn ich wieder drauf komme. Ist ja auch wurscht. So viel mal hierzu. Das Spiel neigt sich jetzt schon am Ende zu. Ich brauche noch 2 Kills. Und ihr habt ja gesehen. Also hier ist noch so ein Typ mit Störer. Auch, warum benutzt man Störer? Ist ja egal. Um nochmal kurz zusammenzufassen. Ich habe jetzt ziemlich viel unnötig zusammengereimt und gelabert, was dann wahrscheinlich insgesamt keinen Sinn gemacht hat. Insgesamt jetzt aber. Kurz nochmal, um zusammenzufassen. Erstens, wenn euch ein Spiel keinen Spaß macht oder ihr euch darüber aufregt, aufhören zu spielen. Zweitens, wenn euch ein Spiel Spaß macht, aber irgendwann langweilig wird, macht euch lustige Aufgaben irgendwie, fordert euch extrem. Also wenn ihr ein Spiel wirklich lang gespielt habt, dann seid ihr meistens ziemlich gut drin und dann macht irgendwas richtig Forderndes. Und drittens, gab's drittens, ist egal. Auf jeden Fall, merkt euch mal die 2 Sachen. Hier ist jetzt das Spiel zu Ende. Ja, 2000 übrigens, man wird auch ziemlich oft als Hacker beschimpft, wenn man mit so einer Waffe ein gutes Spiel kriegt. Ist auch ziemlich lustig. Weil es ist ein bisschen komisches Commentary, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Ist bestimmt schon bald. Nicht vergessen, stutzen, nicht rasieren.